Hallo, mein Name ist David Dirksen. Wir sind hier am Standort Werlte, der Krone Nutzfahrzeuggruppe. Und heute zeige ich euch, wie ein Profiliner entsteht. Der Start des Profiliners beginnt mit dem Chassis, was nach dem Pulverbeschichten ein Montageband zugeordnet wird. Die erste Station im Band ist hier die Bremsenmontage, wo wir uns aktuell auch befinden. Nach der Gruppe Bremsenmontage folgt nun die Gruppe Achsen. Dort wird einmal die Achsen montiert und weitere Anbauteile, wie zum Beispiel der Reserveradkorb. Nach Gruppe Achsen folgt nun die Gruppe Boden. Dort wird der Boden verklebt und verschraubt. Nach der Gruppe Boden folgt die Gruppe Aufbau. Hier wird Stirnwand, Heckportal, Kotflügel und kleinere Anbauteile montiert, wie zum Beispiel Spanngurte. Nach der Gruppe Aufbau folgt die Gruppe Verdeckgestell. Hier wird das Verdeck aufgesetzt, die seitliche Schutzvorrichtung montiert, Bremsanlage eingestellt sowie Beschriftung und Plane montiert. Jetzt befinden wir uns am Ende der Linie. Hier ist das Fahrzeug fertiggestellt, wird von der Qualitätssicherung nochmal nach Baubescheiben geprüft und steht dann dem Kunden zur Abholung bereit.